Ja Mensch, seht ihr sie hier bauen? Ja, man sieht sie bauen. Herzallerliebst, sieht das aus? Willkommen zurück bei Kingdoms and Castles. Hier in dem Spiel. Und herzlich willkommen zurück beim Kalibo. Ja, wir sind ja hier soweit damit beschäftigt, unsere Stadt ein bisschen aufzubauen. Und müssen natürlich auch mal gucken, ob wir genügend produzieren hier an Nahrung. Das wäre nämlich auch nochmal so eine kleine Sache. Die eventuell auch nochmal ins Auge greifen sollten. Oder fassen. So. Häuser werden errichtet. Sehr schön. Die Holzfäller machen langsam ihren guten Job. Ah, und zwischen den Aufnahmen habe ich diese Sache nicht ausgeschaltet. Sehr schön. Egal. Dementsprechend, ihr könnt mich jetzt in Zukunft vielleicht nerven und mir eine tolle Nachricht schreiben. Oder sonst was. Oder ich schalte es einfach wieder aus, den Bums. Wir könnten Town Square bauen, hier so hin. Aber mache ich jetzt nicht. Haha. Die selber schuld. Wir bauen einfach mal schon mal auf Vorrat sozusagen. Nicht wundern, ich verklick mich hier ab und zu. Ich will eigentlich so in die Gegend. Ich will eigentlich nicht so in die Gegend klicken, aber ich klicke dann einfach plötzlich auf Escape, um da rauszukommen. Und dann bin ich einfach nur im Menü und es hat genau nichts gebracht. Was spielt ihr eigentlich so momentan so zur Zeit? Und auf welche Spiele dieses Jahr freut ihr euch noch, die jetzt rauskommen? Würde ich mir jetzt gerne mal wissen. Was ist bei euch so auf der Kette so drauf? Was wollt ihr da so noch haben? Also ich denke, sehr viele von euch werden sicherlich gerne Mount & Blade 2 Bannerlords haben. Wollen, gerne möchten haben, so. Wie ich das gesehen habe bei den anderen Sachen, dass ich immer Ding spielen sollte. Wurde mir ja früher mal empfohlen, Mount & Blade zu spielen. Oh, oh. Oh, Hilfe. Congratulations, Druffborstel is now a small village. Trying to get the hang of this governing thing. Wunderbar. Klasse, wir haben eine small village. Druffborstel. Ich bin der große Großmeister von Druffborstel. Dementsprechend nennt mich gerne Druffborstelheimer. Pardon. Also wie gesagt, dieses Bannerlords wird sicherlich hoch im Kurs sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt wirklich richtig Lust habt auf Total War Warhammer 2. Ich war relativ enttäuscht, als ich gehört habe, dass das nächste Spiel sein sollen wird. Allerdings war ich sehr positiv überrascht, als es hieß, dass Total War Saga passieren soll. Also die mittelgroßen Ableger von Total War halt nochmal rauskommen sollen. Sowas ähnliches wie halt Total War Shogun 2 Fall of the Samurai. In dem Sinne zwar nicht ein neues Setting, sondern halt eine bestimmte Zeitspanne in einem größeren Setting. Also dementsprechend wie bei Fall of the Samurai. Nicht komplett neu, spielt ja immer noch in Japan. Allerdings ein bestimmter Teil in der Geschichte über ein paar Jahre hinweg. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Kann man sicherlich sehr viel machen. Auch so Sachen, die gerne gefordert worden sind. Sowas 30-jähriger Krieg oder sowas. Wenn sowas einfach mal übernommen wird. Wie gesagt, wer weiß, ob irgendwann nochmal der Erste Weltkrieg vielleicht kommt. Ist ja vielleicht auch noch in den Startlöchern irgendwo. Man weiß es ja nicht. So, brauchen die noch eine Straße? Nein. Charcoal. Okay, das ist eigentlich die nächste Aufgabe, die wir machen müssen. So ein Charcoal-Coal-Dings. Allerdings möchte ich erstmal so ein Ressourcenlager hier haben.
Und dann können wir Charcoal Maker rausballern. Am besten zwei Stück gleich. Hier ordentlich was produzieren, rausdrücken an Produktion. So. Und dementsprechend, wir müssen auch langsam mal tatsächlich überlegen, ob wir hier vielleicht nochmal so ein Dings bauen. Die Frage ist, wo? Ich baue den jetzt einfach mal hier hin, um mal zu gucken, was da dann passiert. Sehr große Angst, dass sich plötzlich hier tatsächlich, dass es plötzlich losgeht und hier... Oh. Oh nein, sie überschwemmen. Sie werden überschwemmt. Und dadurch ist die Ernte verloren. Das wird damit gemeint. Okay. Das ist sehr ungünstig. Es fängt ja auch gerade alles an, ein bisschen zu überschwemmen. Tatsächlich hier so... Oh oh. Nicht, dass gleich unsere gesamte Ernte weg ist. Nein, zum Glück nicht. Puh. Und jetzt haben wir die zwei Dinger verloren. Schade. Aber das klappt, glaube ich, noch von der vom Ertrag und von der Verbraucherzentrale. Hätte ich beinahe gesagt. Vom Ertrag und Verbrauch so gesehen, da dürfte das noch funktionieren, hoffentlich. Ansonsten müssen wir halt tatsächlich mal so umstellen hier auf die Sachen. Vorsichtshalber bauen wir so ein Ding noch hier hin. Um einfach mal noch die Sicherheit zu haben. So, was ist hier los? Okay. Wir bauen jetzt eine riesige Burgmauer. Excellent Ruler, sehr schön. Und hier ist unsere Taxation-Krams. Boah, und Holz kommt halt trotzdem richtig langsam rein, ne? Ist halt übel. So. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Wir haben nicht genügend Holz. So, wir machen einfach mal eine große Straße noch hier. Das ist halt jetzt so tatsächlich der Zwiespalt, den ich einleitend im ersten Teil halt schon meinte mit Banished. Dass man ja hier überlegen muss, möchte ich jetzt mehr Arbeiter haben, dann muss ich mehr Häuser bauen, dann kommen mehr Leute in meine Stadt und dann funktioniert alles schneller. Allerdings muss ich auch immer daran denken, dass ich das alles, dass ich alles andere halt auch noch skalieren muss dementsprechend. Und dementsprechend halt auch ordentlich Nahrung ranschaffen muss und auch ordentlich ja, andere Ressourcen, zum Beispiel diese Charcoal-Sachen. Wie gesagt, es ist tatsächlich so ein bisschen Siedler-like. Man sieht hier die Leute hin und her laufen mit den Sachen. Sind jetzt zwar nur so eckige Gestalten, aber es ist schon ganz cool.
hätte vielleicht hier anfangen sollen. Hier mit der natürlichen Wand sozusagen. Kann ich den da auch einen hinsetzen? Tatsache. So eine natürliche Mauer und hier dann so längs. Boah, das ist aber ein ganz schönes Stück dann. Hätte mir vielleicht vorher überlegen sollen, wie ich die baue. Wobei vielleicht, warte mal. Das kostet halt auch viel Stein, ne? Junge, Junge. Ist nicht feierlich hier. Da sind so ein paar und da sind die Leute, die arbeiten, ne? Ah, da sind schon Masterworker, die 20% schneller arbeiten. Die sind noch keine Masterworker geworden. Junge, Junge, aber das wird ganz schön anstrengend, hier eine Mauer zu bauen, wenn wir da ordentlich was machen wollen. Das wird ganz schön ins Geld gehen, beziehungsweise ganz schön in die Steinreserven. Ist das Teil hier auch schon fertig? Ist das jetzt schon wieder Heavy Rain? Alles nicht so einfach. Oh, wir haben auch keine Leute mehr, die irgendwas bauen können. Das heißt, gleich nochmal ein schönes Häuschen bauen, würde ich sagen. Wenn wir so weit sind mit dem Holz, ne? Komm, mach hier. Mach hinne. Town Square könnte ich später hier so hinsetzen. Eventuell. Oder halt hier irgendwo so in die Mitte. Aber eigentlich will ich erstmal ein Haus bauen. Komm ran. Ah, hier. Müssen wir zwei Gold mal nehmen pro Dings. Warte mal, kann ich weniger machen? Hallo? Ah, mit Steuerung mache ich das weg. Ach, geht nur auf 3. Okay, gut. Dann fängt es wieder von vorne an. Alter Schwede, ich dachte gerade, was ist... Wieso kann ich das jetzt nicht wegmachen? Das wäre es jetzt gewesen, so. Aus Versehen über Höhe gemacht. Oh. Das war's dann wohl, mein Freund. Keine Leute zum Bauen, ja, ist ja richtig. Völlig in Ordnung. Muss ich halt nochmal wieder hier die Jungs pausieren, dann haben wir Leute, die arbeiten können. My lord, no one is available to work on our new construction, bla bla bla. My lord, no one is available. Ist ja in Ordnung, völlig in Ordnung. Sollen die sich mal ein bisschen beeilen, dann können wir auch schneller bauen. So, 2 von 7 arbeiten hier, ne? Aber hier arbeiten nur 1 von 4. Und da arbeitet gar keiner. Das ist auch geil. Es ist halt schön, immer die Leute zu sehen, die hier spielen. Ich weiß gar nicht, seht ihr die auch? Müsste ja eigentlich passieren, wenn man die so im Spiel sieht. Ob das funktioniert. Dürfte das ja auch passieren, wenn man nur so dabei ist. Das ist jetzt nur eine kleine Mauer.
Aber noch haben wir ja nicht so eine riesige Angst vor den Leuten. Hoffentlich passiert da jetzt nicht so viel. Wovor man dann noch Angst haben müsste. Ui, jetzt kommen aber viel Nahrung hier. Lustig ist auch dieser Effekt, wenn man das aufmacht, kann man da reingucken. Wie so eine Truhe, die aufgeht. Und die machen jetzt... Ah, jetzt haben wir 15 Stück schon. Dann können wir bald so einen Archer Tower bauen. Hier, so einen Archer Tower. Damit wir irgendwie zumindest diese kleine Mauer hier verteidigen. Vielleicht bauen wir ja auch hier noch so ein Dings hin und dann verteidigt der in der Mitte hier rum. Aber mal gucken. Seven people visit, but no one could find... Schade, dass sie nicht schnell genug fertig sind hier. Ist ungünstig. Minus 6 Nahrung, was ist jetzt hier los? Masterworker sind auch hier am Start. Ein wenig überfordert hier gerade, weil wir so wenig Leute haben. Baut schneller, Jungs. Wir müssen auch nur dieses Kackhaus da fertig kriegen. 3 Holz brauchen wir noch. Los, los, los. Go, go, go. Jetzt, ja, jetzt fertig. Das heißt, die nächsten Leute, die kommen, zack. Neues Zuhause. Was man natürlich machen könnte, um den Bauplatz da nicht zu versäumen, dann kann man so ein Ding hier hinbauen. Das kann man mit der Straße verknüpfen. Und dann kann man hier noch hinbauen und dann sind die auch mit den Straßen verknüpft. Ja, machbar. Es ist machbar. Sehr schön. Jetzt sind 5 neue Leute da. Super, sehr schön. Jetzt haben wir hier 5 Leute drin. Jetzt kann hoffentlich auch alles gebaut werden. Was ist jetzt hier los? Grow unhappy. No churches or libraries available. Ja, Jungs, ist ja gut. Wir müssen ein bisschen runterkommen, ne? Tavern. Bin schon vorbei. Library. Kostet 30, 30, 15. Geht ja ab. Jetzt werden hier noch die Straßen gebaut. Jetzt haben wir wieder 4 Idle-Leute, dann können die hier auch mal anfangen zu worken. So, jetzt haben wir zumindest so eine kleine Mauer hier, damit stehen wir nicht ganz blöd da. Und Holz geht langsam auch gut von der Hand. Das ist sehr schön, wir produzieren sehr viel Holz. Wunderbar. Na, hier können wir den Archer Tower drauf bauen. Will ich das? Verteidige ich halt eigentlich nix. Doch den da. Naja. Hm. Wir haben gar keine Nahrung mehr. Nicht mehr genug Speicherplatz für unsere Nahrung. Come on. 2 Steine noch. Gebet mir 2 Steine. Jawohl. Wunderbar, die gehören jetzt noch mit zur Familie da sozusagen. Church or Libraries. Ja, 68. Die... Kann ja nicht alles machen hier, ne? Feuerholz haben wir auch langsam genug. Sehr schön, wunderbar. Und mir gefällt das Spiel. Solange das hier so funktioniert, wie es funktioniert.
Nee, warte mal. Demolish. Das möchte ich da nicht unbedingt hingebaut haben. Das baue ich hier hin. Können wir noch mehr Nahrung einspeichern. Theoretisch. Weil das schnell hinbaut. Mir fehlen jetzt noch so Funktionen, dass ich hier sagen kann, baut das jetzt nicht, sondern... Oh. Nein. Mein Dings hier brennt. Gehen jetzt zum Brunnen und holen Wasser. Jawohl. Die holen Wasser. Er holt sich einen Stein und läuft rückwärts weg. Haben die das Ding gelöscht? Sieht gut aus. Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. Ich bin jetzt auf 75. Ob ich da jetzt die Steuern erhöhen will? Ich weiß ja nicht so recht. Die Wege zu dem ganzen Bums sind auch ein bisschen sehr weit langsam. Das heißt, es dauert irrsinnig lange, bis die Rohstoffe von A nach B kommen. Kann ich die Straßen irgendwie aufrüsten? Nee, ich glaube nicht, ne? Also man kann, wie gesagt, auch noch eine Windmühle bauen. Die kann man hier hinsetzen und alle umliegenden Felder, in so 9 Felder, beziehungsweise 8 Felder in dem Fall dann nur, können dann schneller arbeiten, also produzieren mehr Nahrung. Und wenn die dann sowieso schon auf so einem Dingsfeld stehen, dann ist das aber... Das läuft dann richtig gut hier. Dann drücken die da ordentlich was raus. Also... Jetzt läuft Holz tatsächlich deutlich besser als Stein. Müssen wir tatsächlich vielleicht noch eine Steinquelle erschließen hier. Können wir noch eine Steinquelle erschließen? Nein, natürlich nicht. Ich verklick mich hier andauernd. Oh, natürlich passt das auch noch nicht. Man hat es nicht leicht, aber leicht hat es einen. Aber es wird langsam so eine kleine, süße Stadt. Und so eine mittelprächtige Burg, würde ich sagen. Dann hier noch die Mauer so längs bauen, bis zum Wasser vielleicht. Straight runter. Funktioniert das. Vielleicht bauen wir hier auch noch so einen Holzfäller hin, der nochmal eigenhändig aufforstet und dann anfängt zu holzen. Damit wir richtig viel Holz sammeln. Und vor allen Dingen Holz auch hier oben haben, damit wir Straßen oder sowas bauen können. Nein. So, bauen wir das. Und dann noch das Ding hier rein. Sehr schön. Eight people haben gevisited, aber mehr passen auch bei uns nicht rein. So muss das hier. Kommen wir die großen Gebäude hin.
So. Bauen wir auf jeden Fall sehr viele Straßen. Mal sehen, ob wir überhaupt genügend Leute haben, die das auch bebauen können. Das könnte ein bisschen dauern. Bla bla bla. Very happy. 80. Können wir vielleicht tatsächlich einmal erhöhen. Sie mehr Gold einsammeln. Damit wir auch ordentlich Profit machen jetzt in den guten Zeiten. Geht jetzt auf 68 runter. Da steigen mir die Leute noch nicht aufs Dach, aber naja. Schön ist sicherlich auch was anderes für die. Wir brauchen jetzt erstmal das Geld, ne? Wir brauchen das Geld. Papa braucht das Geld. So, aber ich glaube, das reicht auch wieder für diesen Part. Man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.